Okay, auf geht's zur Gerudo-Wüste, Freunde. Ich bin so gespannt, ne? Bist du ein Reisender oder bist du ein Jäger? Alle Achtung, dass du es auch bis hierher geschafft hast. Reisen in der Wüste ist wirklich beschwerlich. Wenn du nicht auf der Straße bleibst, versinken deine Füße im Sand. Und das Laufen wird echt anstrengend. Es wäre gut gewesen, sich von vornherein eine Sandraube zu leihen. Aber ich habe bereits entschieden, das allein auf meinen eigenen Füßen zu schaffen. Koste es, was es wolle. Siehst du, du hast es ja geschafft. Boah. Folgendes. Werde ich hier ein Saphir nehmen. Und fusioniere es mit meinem Masterschwert. Weil so bin ich vor der Hitze geschützt. Oh, hier draußen sind ein paar Gerudos. Oh nein. Was willst du, hä? Huh? Wohin? Wo ist dein Freund? Ja, ganz hinten. Also ich könnte ihn schon helfen. Na? Basak. Aber es ist lange her, dass ich so viele Kunden hatte. Ich kann gar nicht mehr aufhören zu grinsen. Im Gerudo-Tal herrschen schon immer extreme Temperaturen, Hitze wie Kälte. Das sind wir gewohnt. Aber dieser Sandsturm ruiniert das Geschäft endgültig. Wir verleihen Sandrauben. Nee, noch nicht. Ich will mit dir was machen. Genau mit dir, mein Freund. Aha. So, was habe ich hier? Habe ich Raketen? Ich nehme den hier so mit. Nimm mir eins, zwei. Ja, ich nehme mal so zwei Raketen. Ah, die Crocs sind eigentlich schon süß, ne? Nur das System dahinter ist halt super nervig. Die sind eigentlich schon knuffig. Guck mal, ich nehme mir so ein... Ich habe keinen Ventilator. Das ist, das ist kacke. Na gut. Irgendwie schaffen wir es dahin. Auf geht's. Perfekt. Dann baue ich halt das hier. Auf geht's. Muss man Sonanium farmen, ich bin ja blank. Ja, ohne Sonanium ist man echt ein bisschen aufgeschmissen, ne? Um. So. Du kommst her, mein Freund. Dann halt nicht. So, siehst du? Endlich wieder zusammen. Ja, endlich. Oh, das hier ist die Oase. Hallo. Oh. Also Wasser gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Wüstenwasser. Also zumindest gab's hier mal mehr Wasser. Was verkauft die hier? Schwänze? Fleisch? Röstbarsch. Willkommen! Bitte kaufen Sie was! Bitte, bitte, willkommen! Oh, das sieht hot aus. Ah, willst du es kaufen? Das ist ein geiles Exemplar, du 54 Rubine. Oh ja, geiles Geld. Oh. Jetzt bin ich pleite, jetzt brauche ich Geld. Verkaufst du was? Darf ich dir was verkaufen? Okay, cool. Will ich was verkaufen, ist die Frage. Ich meine, mit Sternsplitter kann ich ja nichts anfangen. Weißt du was, ich brauche das Geld noch nicht. Ich verkaufe noch nichts. Was ist das? Was ist denn da? Was ist denn da? Was habt ihr denn? Seht ihr? Was habt ihr denn? Warum habt ihr so Angst? Ich will mal hier nach oben. Oh, das hier ist aber anders, oder? Die haben das hier deutlich höher gebaut. Das war in Breath of the Wild mal nicht so. Oh, hi. Die Temperatur sollte bald sinken. Hallo? Das ist die Leuchtturm. Das ist der Leuchtturm des Basars. Einfache Bürger dürfen hier nicht einfach. Ach, weißt du was? Das ist schon in Ordnung. Du bist den ganzen Weg hier raufgekommen, also genieß die Aussicht. Das ist der einzige Ort im Wüstenbasar, an dem man den Sandsturm überblicken kann. Was ist das? Wüstengraben? Ich wollte zur Stadt. Eigentlich. Was? Oh! Ist das ein Gypto? Aus Ocarina of Time? Oh mein Gott! Ein Gypto! Oh, 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 oh! Oh mein Gott, was? Was machen die hier?
Was? Gypto-Knochen. Oh, wie cool die aussehen. Deswegen ist hier also ein Grab. Hier sind ein paar Elektrofrüchte auf jeden Fall. Macht Sinn. Oh. Ach, meine Waffen machen denen gar nichts. Oh, krass. Aber der kriegt trotzdem Damage. Oh, deswegen die Elektrofrüchte. Oh, jetzt macht's Sinn. Boah, wie cool. Und generell diese ganzen Elektro-Gegner und alles. Okay. Ja, wahrscheinlich, weil auch, ja, Gerudo war ja, ist ja in sich so ein Gebiet auch für Elektro, ne? Aber wie gruselig. Also das ist wirklich, das ist ja so viel cooler. Allein, dass es hier Gyptos gibt, das hat einen richtigen Gruseleffekt. Ich lieb's. Ein Gypto-Herz. Manchmal hinterlässt ein besiegter Gypto ein getrocknetes Herz, aus dem sich eine höchst wirksame Medizin herstellen lassen soll. Oh. Aber ist hier unten sonst nichts? War da nur die Kiste? Geh mal hier wieder hoch. Oh. Lol, hier ist eine Kiste. Auch wieder so eine Königswaffe. Ich frag mich, warum es hier nur Königswaffen gibt. Vielleicht haben die Gerudos damals Königswaffen ausgeliehen von Rauru. Oh, wenn ich hier schon so Ocarina of Time Vibes krieg, dann nehme ich hier die Ocarina of Time Sachen. Muss ich einfach nehmen. Einfach für den Vibe. Oh, ich weiß nicht mal, ob ich richtig gehe. Ich habe keine Ahnung. Ist denn hier die Stadt? Boah, ist die... Alter. Die Atmosphäre ist hier so krass. Da sind noch mehr Gyptos. Oh, was ist hier? Nord-Gerudo-Ruin? Ey, ich habe keine Orientierung gerade, wo ich bin, bin ich ehrlich. Aber ich glaube, ich renne... Die Stadt ist hier und ich renne, glaube ich, einfach nach links gerade, permanent. Die gibt es! Hopp. Ey, die sehen so cool aus! Oh. Gerudo-Heiligtum? Oha! Ja, nee, ich bin komplett nach oben gegangen. Okay, also einfach... Ich soll einfach in die Richtung da gehen. Okay, gut. Einfach jetzt geradeaus rennen. Und dann kommen wir zur Stadt. Boah, auch die Musik. Was sind die hier? Sind das so Trainingsdinger? Oh, Tatsache. Oh mein Gott. Aber, ich werd nervös. Ich bin nicht mal richtig angezogen. Hä? Wo kommt sie auf einmal her? Hi Ryu? Alter. Hi. Wie random ich sie hier finde. Boah. Aber sie verfehlt die ganze Zeit. Die Arme. Sie benutzt jetzt aber auf jeden Fall Klingen. So schaffe ich es nie, mein ganzes Volk zu beschützen. Hi. Bisschen weird gerade. Link? Ja. Ich hab dich hier auch einfach zufällig gefunden. Welch unerwartete Begegnung. Oh, sie hat kurze Haare. Ryu, Königin der Gerudo. Boah. Mehr kommst du genau im rechten Augenblick. Ich weiß. Das hat Link so an sich. Schloss Hyrule ist in den Himmel aufgestiegen und Zelda verschwunden? Und jetzt suchst du nach ihr. Oh, ich fühle mit dir. Auch für mich ist Zelda eine teure Freundin und wir müssen sie finden. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dir dabei zu helfen. Und deswegen muss ich zusehen, dass ich der Bedrohung, der wir Gerudo gegenüberstehen, bald ein Ende mache. Es war nicht einfach, den ganzen Weg hierher zu kommen, oder? Ich habe dich
voll random gefunden, bin ich ehrlich. Dieser Sandsturm zog zur selben Zeit auf, als auch das seltsame Geschehen um Schloss Hyrule seinen Anfang nahm. Kaum, dass wir uns versahen, erstreckte sich der Sturm über die ganze Wüste, mitsamt unserer Stadt. Und er brachte Schwärme unbekannter Monster mit sich. Wir nennen sie Gyptos. Sie sind langsam, aber fast immun gegen Angriffe. Sie haben uns die Untersuchung des Sandsturms nicht leicht gemacht. Hast du mir gerade zugesehen? Bisschen sorry. Ich versuche gerade, diese Übungspuppe mit einem Blitzschlag zu treffen. Denn vielleicht wären Blitze ja eine effektive Attacke gegen Gyptos. Aber ich habe diese Technik erst vor kurzem erlernt. Ich kann sie noch nicht so einsetzen, wie ich sie gerne hätte. Ich werde diese Kraft schnellstmöglich zu beherrschen lernen und die Bedrohung durch die Gyptos ausschalten. Außerdem will ich herausfinden, wo dieser Sandsturm herkommt und dir bei deiner Suche nach Zelda helfen. Hilfst du mir dabei zu lernen, wie ich meine Kraft richtig einsetze? Schießt du mich einen Pfeil auf die Übungspuppe dort. Ich versuche dann, sie mit einem Blitzschlag zu treffen. Oha. Was? Das ist ihre Range? Okay, ganz kurz, weil das ultra cool ist. Haben wir ein Foto? Okay. Boah. Ha, lief ja spitze. Dann weiter zum nächsten Schritt. Also wenn ich von alleine mit Pfeile auf Gegner treffe, dann trigger ich ihre Fähigkeit? Verstehe ich das richtig gerade? Aber sie muss ihre Reichweite aufladen. Hä? Ach, ich soll in die Mitte zielen? Um alle drei auf einem Schlag zu erledigen. Also in etwa... Ach, auf den kleinen Felsen. Oh. Ah. Ja. So langsam habe ich's raus. Die Gyptos können sich auf was gefasst machen. Oh, ist sie cool. Link, vielen Dank für deine Hilfe. Was war das? Das war doch nicht der Sandsturm. Du hast es auch gehört, oder? Eine Nachricht, Herrin! Eine Horde Gyptos greift den Wüstenbazar an. Bila hat sich schon dorthin auf den Weg gemacht. Wie? Gut, verstanden. Ich danke dir. Link, wir sollten uns auch schleunigst zum Wüstenbazar aufmachen. Ohne deine Hilfe beim Zielen kann ich meine Blitze noch nicht richtig einsetzen. Ich bitte dich erneut um Unterstützung. Der Wüstenbazar liegt in einer Oase nordöstlich von der Gerudo-Stadt. Du hast doch bestimmt den Schrein dort aktiviert, oder? Ja. Dann zeigen wir dann mal den Gyptos, wer hier der Boss ist, ja? Ich wollte nicht mal zu ihr. Ich wollte zuerst zu Gerudo-Stadt. Ich würde mal diesen Gypto würde ich da direkt ignorieren und dann einfach nach oben springen. Ich würde diesen Sandsturm direkt nehmen. Aha. Guck mal. Zack. Da sind wir. Gerudo-Stadt. Hallo! Oh. Oh mein Gott. Was? Was ist hier passiert? Alter, wie alles zerstört wurde. Was? Hier geht's rein. Oh, hallo. Was? Was wird denn ein Voi hier? Du suchst wahrscheinlich Zuflucht vor dem Sandsturm, aber hier ist der Eingang zu unserer Untergrundstadt. Blondes Haar, blaue Augen, ungefähr so groß wie Königin Ryu. Du bist dann also der Voi, von dem alle sprechen, was? Ja, ich bin Link. Darf ich durch? Oh! Oh! Die haben eine Untergrundstadt! Ein Mann! Oh mein Gott, wie cool! Ja, rennst du mir jetzt hinterher, oder? Was willst du? Hey, du bist irgendwie ein ganz besonderer Boy, oder? Ich meine, weil die Wachen dich nicht verhaften. Also, was ist denn so besonders an dir? Du redest lieber nicht mit diesem Boy. Hat dir das Asch ja nicht beigebracht? Junge Wei spricht mit Woi. Schon das Glück wird scheu.
Was ist das denn für ein Spruch? Ich spreche nicht mit einem Boy. Ich kann dich sehen. Also ich weiß gar nicht, mit wem ich da rede. Also das ergibt doch gar keinen Sinn. Dein Gesicht ergibt keinen Sinn. Oh Mann, jetzt rennst du weg. Oh, wie cool das hier unten ist. Oh. Wahnsinn. Und die Musik hier. Oh, was ist das? Das ist fotografiert. Ey, die Musik hier ist ein Banger. Kann ich das hier freisprengen? Guck mal kurz alle weg, ich mach nichts. Sorry. Sorry. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich habe jemanden aufgeweckt. Wie könnt ihr noch schlafen? Die Kugel habe ich doch schon mal gesehen. Siehst du, Alte? Hey, pass auf, wo du hintrittst. Das sind stolze Kriegerinnen. Die haben ein neuartiges Training durchgemacht, um so schnell wie möglich gegen die Gyptus zu kämpfen. Ich bin schon weg. Besser ist. Bist du... Mann? Hast du was gegen Männer? Ha? Überrascht dich das so? Du musst der Boy sein, von dem alle reden. Ist mal was Neues, einen Mann hier zu sehen. Du hast wirklich eine Sondererlaubnis bekommen? Ah, du siehst ja geil aus. Normalerweise würden sie dich schon einsperren oder aus der Stadt werfen, nur weil du ein Kerl bist. Wie der dort drüben. Oberloser! Ah. Oberloser! Was ist mit dir, Kollege? Die Gefängniszelle ist gleich hier. Es ist mir egal, ob du ein besonderer Boy bist, der unsere Stadt nach Belieben betreten darf. Ich kann dich nicht passieren lassen. Ich muss was Verbotenes machen. Ist das hier verboten? Lass mal hier erstmal die zwei Schreine hier machen, die ich nicht gemacht habe. Hier den Maya-Tata-Schrein. Und dann den Sojotanic-Schrein. Hier habe ich auch noch einen Schrein markiert. Und dann muss ich gucken, wie hier die Story weitergeht. Aber erstmal machen wir ein paar Schreine. Auf geht's zum Desert. Oh. Hä? Oh, was? Oh, stimmt, die Gyptus greifen hier an. Ich hab das komplett vergessen. Oh, oh. Wenn es so weitergeht, überrennen sie uns. Piu! Alter, die wurden wirklich zerbrötzelt einfach. Krass. Tut mir leid, dass ich nicht früher hier sein konnte. Jetzt werden diese Gyptus ausgelöscht. Mir nach. Auf in den Kampf. Link, ich verlasse mich auf dich. Okay, warte mal. Ich werde die Königin beschützen. Vernichten wir diese Monster. Gut, gut, chill mal, chill mal. Oh, die hat sogar eine HP-Bar. Ich nehme mir einfach was für die Hitze. Just in case. Welche Hose ist stärker? Die hier. Okay, so ist fein. Und Bogen nehme ich den hier. Schild nehme ich den hier, weil der schon genutzt ist. Okay, auf geht's. Vor allem Bogen brauchen wir. Haha! Okay, da vorne sind noch Gyptus. Zack. Oh, was ist das? Oh. Hä? Ach, von da kommen die raus, aus diese Dinger? Anders alle? Oh. I guess, yeah. Böhler, es war sehr ehrenvoll, wie du die Stellung gehalten hast. Blitze sind also tatsächlich die Schwachstelle der Gyptus. Das gilt es auszunutzen. Oh. Was ist denn jetzt? Oh! Zelda? Zelda! Was? Was macht sie? Gerudo-Stadt ist in Gefahr. Was war das? Zelda! Wir wissen halt, dass die fake ist, ne? Die Wirbelwinde bewegen sich auf unsere Stadt zu. Aber die sieht trotzdem halt wie Zelda aus. In diese Richtung. Böhler, wir müssen sofort zurück.
Link. Folge uns schnellstmöglich. Wir brauchen dich dort. Okay, das heißt, es ist, geht's direkt zu einem Dungeon? Ich wollte aber vorher den Schrein machen. Oh, es ist ultra... Oh. Warum ist es hier so stürmisch? Ich kann hier einfach komplett die Karte nicht öffnen. Oh, yes. Oh, weird. Ich wollte hier nur zuerst den Schrein machen. Rein da. Rutschparty? Oh, die kommt von da raus. Okay. Aber dann stelle ich mich hier drauf und mache einfach den hier, oder? Easy. Haha. Und das ist kein Treibsand, oder? Nee, ich kann ja einfach stehen. Okay, ich brauche definitiv diese Ventilatoren da drüben. Kann ich den hier draufpacken? Ja. Bin ich safe, wenn ich hier... Ui, gar nicht. Hat hier so viel Ausdauer. Okay, wie soll ich jetzt? Warte mal. Ich pack mal den Kollegen hier dran. Das wird richtig cool aussehen, pass auf. So. Oh, das sieht schon cool aus. Aber ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Ah, wir finden es raus. Warte mal, wo will ich überhaupt hin? Gibt es da links irgendwas? Weil da rechts geht ja... Also, ist ja offensichtlich das Ziel. Jetzt ist die Frage, ob ich es halt richtig steuern kann, ne? Auf geht's! Woo! Es geht! Wie geil! Oh mein Gott, wie cool! Okay, jetzt muss ich mit dem hier nur fliegen können. Das wird aber ein bisschen schwierig. Muss ich fliegen? Nee, muss ich gar nicht. Hopp. Und dann mache ich eine Rechtskurve. Und nochmal eine Rechtskurve. Komm ich hier oben drauf? Oh. Nee. Bleibt ihr hier stehen? Ich pack den trotzdem hier oben. Einfach hin. Man muss hier bestimmt eine Kiste geben, oder? Ja. Guck mal. Holzpfeile. Nehme ich. Dann kann ich doch aber das hier auch einfach darüber werfen, oder? Weil rübergleiten ist ja kein Problem. Wird das stehen? Oh! Es steht! Oh mein Gott, wie knapp! Oh! Okay, los geht's. Ey, das machst du Laune. Ist da hinten irgendwas? Nee. Ey, der Schrein war cool. Der war richtig cool. Okay, wir sollen uns also Richtung Gerudo-Stadt bewegen. Ich gehe mal so ganz normal hin, weil nicht, dass ich irgendwas von der Story verpasse, weil ich habe da schon einen Schrein aktiviert. Nur um sicher zu gehen. Boom. So, wo ist die Gerudo-Stadt? Rechts von mir. Guck mal, ich wäre da komplett dran vorbeigelaufen. Was sind das hier für Pilze? Was ist das? Die waren vorher nicht da. Sind die gefährlich? Also ich kann auf jeden Fall nicht dran klettern. Im letzten Kampf haben sie uns durch ihre schiere Überzahl aufgerieben. Aber auf den nächsten Zermürbungskampf werden wir vorbereitet sein. Sie werden uns nicht noch einmal besiegen. Das ist eine gute Einstellung. Alles komplett von... Hier geht's runter. Hä? Soll ich hier runter? Oh, habe ich einen Zweihänder? Ich glaube, der Hammer reicht. Nee, das hier ist alles unter der Gerudo-Stadt. Hier muss doch irgendwas sein, oder? Jetzt sage ich nicht, ich komme jetzt hier irgendwo raus. Und ich bin wieder oben. Oh, hier ist ein Stein. Hä, von hier komme ich doch. Hier ist ja gar nichts. Oder soll ich vielleicht... Soll ich nach oben springen? Hallo. Das ist der Laden, wo die Tür zugesperrt haben. Oh, ups. Kundenliste ist da, waren auch da. Ein Voi. Aber die Tür ist doch komplett blockiert. Wie? Unser Haus legt Wert auf Diskretion. Wir stellen keine Fragen. Es ist egal, mit welchem Trick ihr zu uns gefunden habt. Wir heißen jeden willkommen, der unseren Laden betritt. Oh. What? Als ob hier einfach
Als ob hier einfach ein Laden ist. Also ich hab's hier reingeschafft. Schneestiefel und Sandstiefel. Oh, die sind wichtig. Oh, die sind wichtig. Ich muss was verkaufen können. Server, Server. Ja, es ist immer Server, Server. Sogar mir ist etwas einsam geworden, seit die Stadt so still ist. Ich hätte niemals gedacht, dass es so beruhigend sein könnte, jemanden in seiner Nähe zu haben. Kaufe mir was ab. Sehr wohl. Diamanten habe ich keine mehr, ne? Schade. Bin richtig pleite. Was verkaufen wir denn? Rhodonit-Steine brauche ich eigentlich nicht. Okay, ich behalte einen. So, jetzt sind wir schon mal ein Stückchen reicher. Von Topas brauche ich auch nicht so viel. Verkaufe ich auch mal so 6 Stück. Ich lasse immer eins übrig. Und hier auch. Boom. So, 2000 Rubine sind drin. Ich glaube nicht, dass ich Schneestiefel jetzt brauchen werde. Deswegen werde ich mir Sandstiefel kaufen. Oder halt die komplette Hitzerüstung zuerst. Also die Gerudo-Rüstung. Aber ansonsten sind hier alles Materialien, die ich halt brauchen werde, ne? Und die halt an sich nicht so krass viel wert sind. Also dass so ein Goldapfel 8 Rubine kostet, das ist schon frech. Verkaufe ich auch ein paar Leuchtscheine. Die habe ich nie gebraucht. Aber ich verkaufe mal so 30 Stück. Feuersteine, behalte ich. Die Standspritzer werde ich, glaube ich, behalten. Ich werde die nicht verkaufen. Vielleicht brauche ich die irgendwann. Und die sind ja eh schon selten. So, 1300, 650. Ich werde mir die Sandstiefel kaufen. All unsere Waren sind für Voy gemacht. Das kostet 1200 Rubine. Schlag dir ein. Safe. Ey, die ist drin. Sag, sag. Wir bieten nur beste Qualität an. Also bin ich sicher, dass ihr zufrieden sein werdet. Bin jetzt schon zufrieden. Weiß, wie gut diese Stiefel sind. Und jetzt kaufe ich den Kollegen hier. Das kostet 1300. Her damit. Alles für die Hitze. Und für den Style. So. Boom. Boom. Guck mal. Rüstung für die Hitze und Sandstiefel. Besser kann's nicht gehen. Gut, wo wollte ich vorher hin? Das war hier, ne? Diesen Reisezweihänder. Oh, da ist auch super viel Ausrüstung. Warte, wir sollen erstmal hier rein, oder? Wo ist Ryu? Da. Hey, ich bin hinter euch. Hallo. Sieh dir das an, Link. Ja, die komischen Pilze stehen da draußen. Ein Gypto-Nest. Genau wie bei Wüstenbazar. Oh, das ist ein Gypto-Nest. Laut dem Bericht, den ich erhalten habe, ist es zur gleichen Zeit aufgetaucht, als auch die Wirbelwinde aufkamen. Allerdings scheinen wir es diesmal mit gleich 3 Nestern zu tun haben. Alle 3 vor den Pforten meiner Stadt. Man könnte meinen, uns würde eine ganze Horde Gyptos auf einmal überrennen. In diesem Zustand, wenn sie sich im Verteidigungsmodus befinden, sind sie äußerst widerstandsfähig. Aber sobald sie sich öffnen und Gyptos aus ihnen hervorströmen, sind sie für eine kurze Zeit angreifbar. Die Gyptos werden kommen, da besteht gar keine Frage. Und das wird der Zeitpunkt sein, an dem wir zurückschlagen. Hm. Die Stimme wieder. Zu mir. Komm. Komm zu mir. Schon wieder. Hast du das auch gehört? Komm zu mir. Sie ruft mich? Hm? Ryu, Link, was geht hier vor? Es ist nichts, Bila. Mach dir keine Sorgen. Link, der Schutz dieser Stadt hat jetzt höchste Priorität. Konzentrieren wir uns auf die Gegner direkt vor unseren Toren. Wir müssen uns umgehend zur Schlacht rüsten. Wir sind schon vorbereitet. Ich habe schon alle Leute platziert. Wir sind ready. Das plötzliche Auftauchen der Gyptos und ihre Nester. Wir werden von einer Merkwürdigkeit nach der anderen geplagt. Und obwohl wir Seida am Wüstenbazar gesehen haben, gibt es in der Gerudo-Stadt bislang noch kein Lebenszeichen von ihr. Ich frage mich, was dahinter steckt. Im Moment jedoch ist der bevorstehende Kampf unser dringlichstes Problem. Link, es tut mir leid, dass ich dich erneut um Hilfe bitten muss. Aber sprich mit Bila und den anderen Kriegerinnen, um euch bestmöglich auf die kommende Schlacht vorzubereiten. Keine Sorge, ich hab das schon gemacht. Ja, ich bin ready. Sind die Kampfvorbereitungen abgeschlossen? Ja. Auf geht's. Sie klingt immer so sauer. Link. Die Stimme, die wir gehört haben. Ich würde schon sehr gerne wissen, wer oder was sich dahinter verbirgt hat. Oh oh, es geht los!
Eure Majestät, eine große Anzahl Gyptos bewegt sich auf uns zu. Sie wollen die Stadt angreifen. Egal, erstes Wichtigeres zu tun. Boah, sind das viele. Oh. Biele, sie haben die Stadt vollständig umringt. Kein Grund zu verzagen. Megel fragen. Diese Gefahr ist auch eine Chance. Heute kämpfen wir hier, um sie und ihre Nester allesamt auszulöschen. Los geht's! Auf, Schwestern! Die Schlacht beginnt! Sie sollen die wahre Macht unseres Volkes erleben. Für die Gerudo! Link, Kriegerin, der Königin darf nichts geschehen. Schützen wir sie und unsere Stadt. Ich kümmere mich um die rechte Seite. Verstärkt die Verteidigung an den Toren. Ja, die Verteidigung. Die Verteidigung, oder? Die Verteidigung ist schon vorne gestärkt. Der Feind kommt aus dem Nest am Osttor. Zum Angriff! Boom. Oh, jetzt werden die neu spawnen, ne? Dieses Nest wird kein mehr okay. Aus dem Nest am Nordtor kommen gut. Sie auch. Machen wir. Auf geht's, auf geht's. Die Verteidigung müsste vorne okay sein. So halb. Feindkontakt auch am Westtor. Ja, ja, Westen sieht schwierig aus. Wo sind die? Sind sie schon durch? Die sind schon durch. Feinde in der Stadt. Haben sie die Verteidigung an den Toren durchbrochen? Hä, das war nur einer. Okay, nochmal. Gut. Sie dürfen nicht in die Stadt gelangen. Gut. Ein weiteres Nest ist außer Gefecht. Schön. Den einen Gegner da kriegen sie. Der Feind nähert sich. Hallo. Zum Gegenangriff. Ey, das ist ja so eine coole Fähigkeit. Nee, warte. Die da unten werden das später erledigt. Wir müssen alle Nester zerstören. Kriegen wir easy hin. Was ist das? Die können fliegen? Was? Oh. Hä? Hey, warte mal, warte mal. Ich glaube, ich werde die nie wiedersehen. Lepido Gibdo. Warum habe ich das so gut ausgesprochen? Die Nester sind zerstört. Bereiten wir den restlichen Gibdos in der Stadt ein Ende. Okay, einer ist schon durch. Warum krabbelt ihr so? Bah! Warum krabbelt ihr so? So die ekelhaft. Hey, aber wir haben's. Sieg! Link, ich danke dir im Namen der Gerudo für deinen Einsatz. Ohne dich hätten wir den Kampf nie gewonnen. Da nun die Gyptonester um die Stadt herum zerstört sind, sollte sich die Lage hier vorerst wieder beruhigt haben. Weißt du, mir fiel auf, dass die Nester zu Sand zerfielen, als wir sie vernichteten. Die Gyptos und der Sand stehen wohl irgendwie miteinander in Verbindung. Ob vielleicht der Sandsturm sie gerufen hat? Oder ob sie am Ende den Sandsturm gar selbst erzeugt haben? Ach. Und noch was. Will mir nicht aus dem Kopf gehen. Die Stimme, die wir beide gehört haben. Eine Stimme und Blitze. Das alles erinnert mich an etwas. Ich werde dir was zeigen. Bitte komm zum Wandbild hinter dem großen Saal in der Untergrundstadt. Zum großen Bild in der Untergrundstadt. Also die Untergrundstadt ist direkt hier unten. Aber was denn für ein Bild? Bitte mach auf, ich muss rein. Dankeschön. Oh, das meint sie? Rote Säulen und Licht. Ich kann auch eigentlich die Kopfbedeckung hier runternehmen. Link, gut, dass du hier bist. Bitte sieh dir dieses Wandbild an. Sieht aus wie ein Tempel. Wir Gerudo nehmen an, dass es von unseren Vorfahren stammt. Als es erschaffen wurde, wurde diese unterirdische Stadt auch als Zufluchtsort genutzt, genau wie jetzt. In grauer Vorzeit wurden die Gerudo wohl schon einmal von einer schrecklichen Katastrophe bedroht. Da steht, hinter dem Thron, rote Säulen in der Hitze. Licht im Dreieck, Stein der Blitze. Wenn meine Stimme ruft nach dir, so folge ihr und komm zu mir. Als wir diese rätselhaften Stimme gehört haben, fiel mir sofort dieses Wandbild ein. Es scheint auf irgendeinen bestimmten Ort hinzudeuten und die Worte sind ein Hinweis, ein Rätsel. Hinter dem Thron, rote Säulen in der Hitze, Licht im Dreieck,
Stein der Blitze. Okay, hinter dem Thron sind wir. Das ist das da unten. Das ist der Thron. Rote Säulen in der Hitze. Sind das die roten Säulen? Also die sehen für mich schon rot aus. Aber die sind nur teilweise rot. Das ist ein Spiegel. Oh. Oh. Haha. Okay. Den ersten Turm haben wir hier. Wo sind meine anderen Fähigkeiten? Ey, das fliegt ja... Also erstens ist das super weit oben. Und zweitens, was ist das denn? Warum kann ich da drehen? Oh, weil das hochgeht. Oh. Der Turm war zu niedrig. Oh. Ich habe alle drei aktiviert. Okay, was ist das nächstes? Wenn meine Stimme ruft nach dir, so folge ihr und komm zu mir. Sollen wir hier eine Stimme hören? Oder soll ich mit Ryu dahin? Nee, der ist da nicht verbunden. Seht ihr das? Die sind da nicht verbunden. Okay, ich muss wissen, wieso. Weil die zwei passen eigentlich. Ich muss nach oben. Der ist viel zu weit. Ja, der ist viel zu weit nach links. Also, von der Sicht vom Turm aus ist der viel zu weit nach rechts. Der muss weiter nach links. So rum. Oh, diese Stürme hier sind super hilfreich. Ich kann da oben drehen. Okay, jetzt brauche ich was zum Verbinden. Habe ich hier was dabei? Würde das hier funktionieren? Warte, in die andere Richtung? Oh, in die andere Richtung. Es funktioniert, es funktioniert. So. Oh, geil. Es ist ein Triforce. Was ist das denn? Und da ist Zelda. Zumindest eine Fake-Zelda. Link! Hast du gesehen, Link? Da ist Zelda. Und sie ist weg. Hä? Jetzt ist sie nicht mehr da. Ich habe das Licht der roten Säulen gesehen und bin sofort hergekommen. Wir haben jetzt schon zweimal vermeintlich Zelda gesehen. Das kann doch kein Zufall sein. Doch jetzt gibt es erstmal Wichtigeres zu tun, als darüber nachzugrübeln. Du hast das Rätsel des Wandbilds gelöst und die Säulen aktiviert. Wirklich beeindruckend, Link. Auf dem Wandbild war von einem Stein der Blitze zu lesen. Sollen wir mal versuchen, meinen Blitzschlag auf den Stein loszulassen? Okay. Na dann. Auf geht's. Oh, ist das cool. Oh. Das ist ein richtiger Tempel. Oha! Boah, ist der riesig! Was? Alter, ist das riesig! Ich habe lange nicht mal so einen riesigen Tempel gesehen. Boah, vor allem nicht in Zelda. Donnertempel, auf dem Wandbild dargestellter Ort.
Boah, sieht der heftig aus. Wahnsinn. Oh, die Reichweite hat noch nicht gereicht. Was? Warte mal, was ist das? Gipto-Königin! What? Was? Dieses Ding ist dafür verantwortlich. Los, setzen wir dem Schrecken ein Ende. Boah, das sieht ultra widerlich aus. Gipto-Königin. Das ist die Anführerin der Giptos. Okay, okay, okay. Wir kriegen das mit Rio hin. Und... Bumm. Sie ist weiß geworden. Reagiert sie etwa genau wie die Giptos? Ja, tut sie. Sie ist geschwächt. Jetzt kommt deine Anführung. Ich werde sterben. Dieses... Ich muss was essen. Hier. Band. Man sieht fast nichts mehr. Oh mein Gott. Drauf da, drauf da, drauf da, drauf da, drauf da. Ich hab daneben geworfen. Hab ihn. Ich nehme meine Miasma-Lanze. Das war es noch lange nicht. Oh, flieht die etwa? Oder geht die in eine zweite Phase über? Nee, die fliegt weg. Oh, das ist ekelhaft. Sie ist in Richtung der Spitze geflohen. Um ihr zu folgen, müssen wir im Gebäude einen Weg nach oben finden. Link, lass uns herausfinden, wie wir hineinkommen. Boah, das war ultra widerlich. Aktivier schon mal deine Fähigkeit. Mach dich schon mal bereit. Und wir gehen da rein.